Abend miteinander. Gar eine scheisse Freude. Also jetzt habe ich eine Freude. Bis vor 5 Minuten war ich total gestresst. Nicht, weil ich habe das Gottemädchen, Fiona, die hat morgen Geburtstag und sie hat heute mit 5 Freundinnen kommen. Ich hatte mega Stress, 5 Plätze zu organisieren. Vor 5 Minuten schreibt sie auf WhatsApp, komm nicht, kein Bock. Ja, typisch, ja, nein, sorry, typisch Fiona. Ich mache 5 Gottenkind und das mühsamste Gottenkind, das ich habe, ist genau Fiona. Nein, Fiona, sorry, jetzt bleibt jetzt unter uns ein richtig verwöhnter, hure Scheisskopf. Oder? Nein, so, es bleibt ja unter uns. Ist ja jetzt noch Trivial, oder? Nein, so ein richtig Scheissdossier, oder? Nein, Fiona. Nein, also, Fiona, jetzt vielleicht, ich weiss nicht, vielleicht haben sie auch eine Fiona die Heide, dann tut es mir wahnsinnig leid für sie. Ja, die Fionas, die vermehren sich, so ein Typ Frau, die vermehren sich in einem exorbitanten Tempo. Das ist eine Katastrophe. Also, ich muss es schnell beschreiben für die, die sie nicht kennen, Fiona. Fiona ist so der Typ, der so, die triffst meistens so ein bisschen an in der S-Bahn. Das sind so, ist so der Typ, Frau, sie braucht 4 Plätze für sich und ihre Gucci-Tasche. Und dann sitzt sie so mit ihren Axtstiefeln und so Swarovski-Steinchen. Und dann hat sie so ganz lange Fingernagel-Deckel-Bildchen, so lange Nägel, so lange Nägel. Sie kann gar nicht anlangen mit diesen Nägeln. Sie kann auch nicht normal telefonieren, sie muss dann... Oh mein Gott, oh mein Gott. Und so Wimpern, oder? So ein Küsschen vor dem Grind. Gut, also hast du Bild. Das ist Fiona, mein Gottesmädchen, oder? Und die hat jetzt morgen Geburtstag und das ist für mich jedes Jahr ein Ruin. Die ruiniert mich, die Fiona. Das ist eine Katastrophe. Ja, du kennst sie, gell? Ja, nein, du kennst sie. Sie weiss ganz genau, was sie will, oder? Sie sagt, ja, du musst klotzen. Dann kommst du ja nicht mit einem Corrida-Pischem oder einem Ausflug in den Zoo weg. He? Nein, nein. Sie weiss, ja, da musst du einen Laptop, ein iPhone oder einen 1000-Franken-Gutschein für den Schönheitschiropraktiker bringen. He? So schmatzt sie, oder? Und dann kommt sie immer ein paar Tage vorher und sie sagen, was sie will von Gotti. Also jetzt hat sie zum Beispiel die letzten fünf Jahre, hat sie sich von Gotti einen Gucci gewünscht zum Haar weglasern, oder? Ja, das machen ja die heute Jungen bis auf Lappland, aber alles wird weggelasert, hä? Jetzt kannst du rechnen, Entschuldigung, 5 mal 500 Stutz, hä? Also 2.500 Stutz habe ich investiert in diesen Nacktschneck, hä? Okay. Hey, komm mal. Jetzt kommt die gestern zu mir heim, oder? Ich kann schon mal sagen, was ich morgen noch kaufen muss. Oder? Dann steht sie so, dort. Und ich so, Und dann, nein, dann schaut, hat sie das, Und dann hat sie wieder so einen Bullen unternehmen. So einen, wirklich, da ist das, die Haare sind rausgekommen. Ich schaue so und dachte, Gott, vertelle ich, jetzt habe ich so viel Stutz in dich investiert. Jetzt wuchert da das Zeug wieder. Du buck mich zu diesen Achselhaaren. Ich habe fast einen Herzinfarkt gehabt. Weißt du, was machen die Achselhaare? Hä? Da. Ja, jetzt hat sie da so ein Gucci-Täschchen mit so einer geföhnten Kampfratte drin, oder? Oder? So eine Meersäule mit Perwollquaschen, oder? Ja, nein, Hund kannst du ja nicht sagen, oder? Nein, besser, gut, oder? Hat sie gesagt, ja? Hat sie da gesagt, ja? Ich will für mein Händchen, will ich jetzt so ein Mäntel zum Geburtstag. Ja, jetzt willst du dir so gehen, wünscht sich jetzt von mir, muss ich morgen Morgen noch posten, so ein Gucci-Lackleder, Rosa-Rose-Lackleder-Mäntel mit so Swarovski-Steinchen für 800 Stutz. Sorry, 800 Stutz. Aber das Mäntel ist nicht für Fiona, es ist für den 800 Stutz, weißt du, wie lange arbeite ich für 800 Stutz? Da stehe ich mindestens 3 Minuten auf der Bühne. Schneider, Helga Schneider. Und jetzt los zu. Da gibt es ein Abo, das man lösen kann. Und da gibt es Filme auf YouTube. Auch von mir.